Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Heute ist wieder Co. an der Reihe und zwar habe ich ein XXXX Haul von Dieters kleine Schnäppchenwelt. Wenn euch das interessiert und ihr da auch gerne mal was haben möchtet, dann geht bitte in diese Facebook-Gruppe Dieters kleine Schnäppchenwelt. Dort sind die Regeln auch alles beschrieben, wie das so geht. Nur so ein kleiner Hinweis von mir. Also es ist eine Regel so, dass die mit Runden arbeiten. Also ein Monat ist eine Runde. Am Ende des Monats wird dann die Abrechnung gemacht. Alles, was ihr gekauft habt, wird zusammengerechnet. Ihr bekommt die Rechnung. Und dann 14 Tage später geht dann der Versand los. Das ist so eigentlich die Regel. Also ihr müsst dran denken, wenn ihr am Anfang des Monats dort was kauft, ihr könnt dann immer drunter schreiben, ich bitte, wie auch in anderen Gruppen, dann müsst ihr damit rechnen, dass das 1,5 Monate dauert oder vielleicht sogar 2 Monate, bis es dann bei euch ist. Ne, nur, dass ihr das wisst. Und es lohnt sich, aber dieses Warten lohnt sich auf alle Fälle, weil da sind so viele Sachen drin, die wirklich richtig, richtig günstig sind. Auch Markensachen. Und Dieter macht ja auch immer solche Aktionen, wo ihr denn Sachen günstiger bekommen könnt. Und ja, ich kann nur sagen, schaut euch das an. Und ein kleiner Tipp von mir, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn ihr dort was wo irgendwo mitbietet oder sagt, ich möchte das gerne haben, schreibt euch den Artikel und den Preis auf. Weil im Laufe des Monats, habe ich so festgestellt, bietet man dann hier mit und damit und damit und hat nachher gar nicht mehr den Überblick, was man alles gekauft hat. Und ist dann vielleicht manchmal geschockt, was für eine Summe da zusammenkommt. Ne? Deswegen schreibt euch das auf. Ne? So, und jetzt lege ich auch gleich los. Ich die Frage, womit? Ach, ich fange hier vorne an. Also, es war dabei Washi-Tape. Einmal hier so, das ist von dieser Firma, All and Great. Das ist richtig tolles Washi-Tape in Vintage. Und hier das auch. Ich schmeiße jetzt alles erstmal in eine Tüte. Ich werde das nachher wegpacken. So, dann habe ich mir diese Kiste mitgenommen und die fand ich toll und die sind auch noch da. Ich glaube 2 Euro kostet die so eine Kiste und die ist richtig schön. Ich kann noch mal zeigen, also die hat 12 cm mal 12 cm. Dann hier Scharniere, um die aufzumachen. Hier vorne das kleine Schloss und dann ist sie so ein bisschen gewölbt. Und hat hier unten auch 4 Füßchen. Also die finde ich total schön. Da möchte ich auch noch mehr von haben. Da habe ich mir 2 von mitgenommen. So. Dann habe ich Stanzer mitgenommen. Und diese Stanzer war so eine Aktion auch gewesen. Pro Stanzer 1 Euro. Man weiß ja natürlich nicht, welche Stanzer man bekommt. Das war dann so eine Überraschung. Aber das sind ja auch diese teuren Stanzer. Und die Sortierung, die ich jetzt bekommen habe, da bin ich total zufrieden mit. Also ich freue mich total, dass ich die jetzt bekommen habe. Wenn man überlegt, dass die sonst nur 5,95 kosten. Das ist natürlich bei mir jetzt auch so, da wir ja diese beiden Kanäle haben, können wir ja immer alles gebrauchen. Ne? Da müsst ihr natürlich überlegen, ob ihr da mit bei seid, weil ihr dann nicht wisst, was ihr bekommt. So, da habe ich einmal so einen Dinosaurier-Stanzer. Dann habe ich hier einmal so einen Teddybär-Stanzer. Und das fand ich total cool. Das ist so ein Oval-Stanzer. Und damit kann man natürlich toll Augen machen. Drachenaugen und so weiter. Kann man damit natürlich richtig cool machen. Den fand ich richtig toll. Habe ich mich echt gefreut so. Dann natürlich ein schöner Pferde-Stanzer. Ein Schweinchen ist natürlich jetzt auch gut. Für Glückwunschkarten kann man mit so ein kleines Schweinchen gebrauchen. Und das ist hier so ein Stern. Dann hier eine Note. Das fand ich auch toll. Und ein Luftballon.
Genau, ich besitze auch noch aus ganz früheren Tagen eine Stanzhilfe. Da kann man dann runterdrücken, dann hat man das ein bisschen leichter, weil die Stanzen sind ja auch ein bisschen schwergängiger. Ach so, da war ja noch so ein kleines Stanzlein. Das fand ich auch toll. Das ist so eine französische Lilie. Und das ist natürlich auch schön. So, das waren, glaube ich, die ganzen Stanzer. Nee, da war noch eine bei. Ach, Mensch. So, das ist so ein Mini, Mini, Mini Einhorn. Ja gut, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen als Konfetti in der Schüttelkarte. Genau. So, da kommt jetzt hier mal das zweite Dings hin. Ich fange mal mit dem Papier an, glaube ich hier, weil das ist ein bisschen größer, dass das so unten liegt. Ja, das ist so viel. Also holt euch einen Kaffee. Es dauert ein bisschen, bis ich hier fertig bin. So, dann habe ich wieder mir Papier bestellt und richtig toll. Also das ist jetzt so toll. Das ist, welche Größe hatten das? Ich habe meine Brille jetzt gar nicht auf. 20 mal 20 Zentimeter ist das. Und das ist so ein bisschen in Steampunk. Und da macht ja Joe ganz viel. Und ich will hier aber auf dem Kanal auch ein bisschen was machen. Richtig cool auch für Mini-Alben im Steampunk-Look. Ich glaube, da mache ich mal eins im Steampunk-Look mit. Ich finde das richtig cool, das Papier. Also es ist wirklich reines Steampunk. Na, Balu, wolltest du wieder raus jetzt? Mein Süßer, lass dich gleich mal raus. So. Richtig tolles Papier. Und das ist von Ciao Bella. Also Ciao Bella ist ja ganz viel vertreten. Die Firma Bar, die das kleine Schnäppchen wählt. Und ich glaube, so ein großer Blocker, ich muss jetzt, will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube irgendwie 7,99 oder so. Das ist total günstig. Ne, gerade so besondere Papiere, muss ich mal Barney kurz rauslassen, Balu, bekommt man ja nicht so oft. Und da kosten dann auch die Blöcke schon richtig Geld. Und was ich hier schön finde, ist, dass das loses Papier ist. Man hat hier oben also nicht diesen Kleberand. Man muss da ein Stück von abschneiden. So, und dann habe ich noch mal 15 mal 15, glaube ich, ist das. Mal gucken. Jo, 15 mal 15. Da habe ich dann noch solche Papiere mitgenommen. Das ist noch mal das Gleiche. Ich glaube, die sind immer dreimal drinne. Das ist denn hier Schwansee. Und guckt euch das mal an. Das kann man richtig schön ausschneiden und auf Karten machen. Also das finde ich auch total cool. So, dann nochmal, ja, dreimal sowas hier. Kann man auch ganz toll ausschneiden. Kommt das gleiche nochmal. So, dann sind hier auch solche Sachen. Die kann man auch alle ausschneiden. Ist natürlich ein bisschen friemelig, aber ich finde das so cool. So cool. So, dann waren da noch diese drei bei. So, mal gucken, was ist denn auf der Rückseite? Auch das hatte ich gezeigt. Auch total schön. Und einmal von dieser Seite und dann die Instrumente. Auch richtig schön. Und das ist gar nicht so schwierig, das auszuschneiden. So. Und dann nochmal drei. Hier so mit Schlüssel, Kamm. Also auch richtig schön. Und dann nochmal diese Blumen und die Rückseite. Ach so, ja, und das kann man natürlich hier. Das ist jetzt das Cover hier von dem Block oder von den Blättern. Da kann man natürlich auch das alles ausschneiden. Ne? Und wie gesagt, von Ciao Bella. So, und das ist jetzt auch Ciao Bella. Das ist wieder Richtung Steampunk. Also Steampunk-Freunde, die sind mit Schaubella wirklich richtig gut bedient,
oder wie heißt das? Hier auch kann man das alles schön ausschneiden. Ja, ich glaube, die waren auch irgendwie 5,99 oder 6,99. Aber für so besondere Papiere, muss ich sagen, gebe ich denn auch gerne auch nochmal einen Euro mehr aus. Zumal die ja von anderen Firmen teilweise bei ganz anderen Preisen liegen. Auch ganz toll. Richtig schön. Du war auch ganz begeistert. Der soll ja auch mit Steampunk machen. So. Und das. Okay, das waren die Papiere. Dann habe ich mir auch wieder solche Perlen mitgenommen und auch Armbänder dazu. Die gibt es dann ja nachher bei uns im Shop fertig gemacht. So, dann habe ich Stempel und ich glaube, den habe ich gewonnen gehabt. Da gibt es ja auch immer Verlosung. Man kann also Lose kaufen und da ist Dieter ganz engagiert im Tierschutz. Und da gebe ich gerne ein bisschen was, weil es einfach eine tolle Sache ist. Das ist Mermaid und guckt euch mal diesen tollen Stempel an. Richtig cool. So, dann hier so ein Stempel mit Delfin. Und hier, das ist auch, seht ihr meine Hand, das ist ein richtig großer Stempel. Block. Und ist auch von Ciao Bella. Und den habe ich leider doppelt genommen. Der wandert in die in den Flohmarkt rein. In meiner Facebook-Gruppe. So, dann habe ich auch Wundertüten gehabt. Das habe ich jetzt leider schon aufgemacht, weil ich neugierig war. So, da war jetzt auch ein Stempelkissen von Spectrum Nerd drin. Das finde ich auch ganz toll. So, dann habe ich hier so eine von Happy Hobby Fun, so eine süßen. Das mache ich mal auf. Könnt ihr das viel besser sehen. Ist das nicht süß für eine Babykarte? Das fand ich niedlich. So, da habe ich ein paar mehr von. Das ist überhaupt eine Idee. Die können ja hier rein. So, du kannst hier rein. So, jetzt mal gucken, wo wir hier weitermachen. Mein Tisch ist hier kratze voll. So, das kann auch da rein. Was kommt alles hier hin? Ich mache mal hier weiter. Also es gibt auch immer Wundertüten da, ne? Dann haben die einen Wert, was weiß ich, 60 Euro und ihr könnt die dann für 15 kaufen. Also das ist auch immer schön. Dabei die Wundertüten ist natürlich Wundertüte, ne? Und ich liebe Wundertüten. Wie gesagt, also bei mir ist das natürlich so, dass ich alles gebrauchen kann, weil wir ja die beiden Kanäle haben, ne? Aber es ist ja so eine Wundertüte. Einfach immer was Schönes. Und was ich denn nicht brauche, das gebe ich ja dann weg. Das ist dann oft als Goodie bei mir in den Paketen mit drin. So, die finde ich auch richtig schön. So eine kleine. Und dann sind hier nochmal zwei ab ein Fulda und Blümchen. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, die habe ich auch schon. Dann gehen die auch mit in den Flohmarkt rein. So, dann habe ich hier einen großen Stempel von Viva Decor. Und da sind englische Sprüche drauf. Hello, happy birthday, thank you, love, congratulation und thinking of you. Sorry, thank you, hatte ich schon gesagt. Genau. Ja, ich wurde ja darauf angesprochen von einer Abonnentin, dass mein Englisch ganz grausam ist, meine Aussprache. Ja, ich weiß, dass das, ne, miserabel hat sie geschrieben. Ich weiß, dass meine Aussprache miserabel ist. Ich kann Englisch ganz gut lesen, ich kann Englisch auch ganz gut verstehen, aber meine Aussprache ist wirklich grottenschlecht. Also da muss ich der Abonnenten echt recht geben. Ich bitte euch, da wirklich drüber hinwegzusehen, wenn ich denn mal auf Englisch einfach so eine ganz grausame Aussprache habe. Es war bei diesem Video, wo ich euch die Gemini erklärt habe, wie man dort in, das extra Video für Crafters Companion,
wie ich euch erklärt habe, wie ihr dort bestellen könnt. Und mir war es einfach wichtig, dass ihr wisst, wie ihr dort bestellen könnt. Und ich hoffe, dass ihr die Aussprache da so ein bisschen übersehen könnt. So, dann von All and Create. Das ist auch so eine Firma, die bei Crafters Companion oft in oft als Gast ist. Und die haben auch so mega Sachen. Und da musste ich unbedingt diesen Rahmen Steampunk haben für Joe. Dann habe ich auch hier nochmal ein Stempelset jetzt mit Buchstaben. Auch die finde ich sehr schön. Und nochmal hier so mit Zahlen. Das kann man natürlich auch hier Zahlen rein. Dann kann man das auch so ein bisschen Richtung Vintage machen. So, dann mein Gewinn, die Brottüte. Da habe ich mich echt richtig zu gefreut. Da kommt jetzt auch unser Brot rein. Und ich denke mir mal, dass sich das auch dann länger hält. Das finde ich so richtig schön. Da habe ich mich ganz dolle gefreut. Und die habe ich gewonnen mit den Losen, die ich in der Weihnachtsaktion gekauft habe. Genau, da gab es dann auch richtig tolle Gewinne. Und den einen Stempel, den ich euch gezeigt habe, war ja auch dabei. Dann habe ich hier nochmal so einen Block, so einen Stempelblock. Den habe ich noch mitgenommen. Ich habe ja jetzt schon so einige hier gekauft auch. Und den habe ich nochmal mitgenommen. Den gibt es auch noch. Hat er noch drin. So, geht das hier nicht auf? Den muss ich, glaube ich, aufschneiden. Sorry für das Knistern. So, das ist so ein richtig schöner Stempelblock, wo man auch hier an den Seiten reingreifen kann. Und das ist so ein schön langer. Und zwar hat er 15 cm mal 4 cm. Und da kann ich jetzt dann natürlich ganz toll das zum Beispiel rauf machen und dann die Zahlen darauf und das abstempeln oder ein schönes langes Wort oder einen schmalen langen Stempel. Genau, den packe ich mir jetzt hier hin. Da habe ich mich auch gefreut. So, dann habe ich hier nochmal Scrapbook-Papier. Nehme ich mal an, ja, dass das Papier ist. 30 mal 30. Und da sind dann diese Papiere drin. Also ich fahre das hier oben einmal ab. Und hier unten einmal ab. Ich muss mal gucken, sind die alle einmal drin? Sieht so wenig aus. Das war eine Wundertüte drin. Papier geht immer. So. Mal gucken. Natürlich kann man diese Abschnitte auch ganz toll gebrauchen. So, eins. Zwei. Das mit den Wolken ist natürlich total toll. Gerade für Anjos Bastel-Oase. Zwei. Drei. Vier. Vier Stück sind da drin. Und dann das Deckblatt auch. So, das packe ich mal zur Seite. Das passt hier oben nicht rein. So. Dann habe ich noch mal ein Papier in der Wundertüte dieses gehabt. Und das ist Packpapier. Und zwar 220 Gramm. Und das benutze ich natürlich nicht als Packpapier, sondern das benutze ich zum Basteln. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist richtig schön dick. Das ist, ich habe das nämlich auch noch ganz dünn. Und das ist richtig schönes auch, wenn man jetzt die Journals macht und da drinnen dann die Taschen macht. Das werde ich mit euch auch machen. So, das auch mal zur Seite. Dann war da noch drinnen dieses hier. Und da sind drei Bögen drin. Und zwar einmal dieses mit dem Häuschen von Hunky Dory. Ist doch von Hunky Dory, ne? Mal gucken. Ja, ist von Hunky Dory.
Und dann sind da noch drei. Das ist praktisch, um zwei Karten zu machen. Das lasse ich jetzt noch mal zu. Gib das mal als Goodie mit bei mir hier. Dann war da noch diese Stencil drinne. Maritim. Das ist auch gut. So. Dann war von Hobby Fun. Hatte ich auch eine Überraschungstüte. Und da waren diese Herzen drin. Ich mach das mal auf. Und ist total cool zum Beplottern. Die waren dann in Anjos Basteloase. Die kann so beplottern. Da kann man hier einen schönen Metallring reinmachen zum Aufhängen. Und dann gerade vielleicht auch zum Muttertag oder auch als Deko. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Stück in dem Paket drin gehabt. Das fand ich total klasse. So, jetzt wollen wir weiter gucken. Dann war da auch drin solche Sticker. Das sind so eine 3D-Sticker. Ich hole da auch mal einen raus. Von Hobbyfun sind dann immer in die Sortierung mit mehreren Sachen. So, und das ist dann so, das kann man dann so abziehen. Und kann man dann schön auf die Karte kleben. Erinnert mich so ein bisschen mit den Glitzern an Oblaten. Aber ist natürlich für Babykarten total süß. Mal gucken, packen wir mal hier hin. So. Das war diese Tüte Hobbyfun, wo alles mehrfach drin war. Das steht aber auch dann eigentlich. Der hat er das immer ganz toll beschrieben. Und diese Holz, das ist jetzt so, ich denke mir mal so eine Art, wie, ist ja auch noch mal gucken, ist noch zum Aufhängen dabei. Das ist ja cool. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. So. Packen wir das mal aus. Da ist auch noch so ein Draht drauf. Und das ist Holz. Und da ist dann eingraviert, gute Besserung. Und das kann man natürlich auch richtig toll mit gebrauchen für gute Besserungskarten oder gute Besserungsprojekte. Dann waren da auch noch Perlen drin. Und zwar auch wieder mehrere Tüten. Solche Steine. Und solche Steine. Und die sehen ja aus wie, ich würde mal sagen, wie Tabletten. Und die kann man natürlich auch toll auf die Karte, ne, würde ich sogar auf die Karte nähen. Zwei Stück so. Und dann als gute Besserung mit den Tabletten. Das finde ich total cool. So, dann mal noch mal gucken. Dann waren auch diese noch dabei. Die sehen auch aufgezogen wirklich richtig schön aus, diese Perlen. Mache ja auch Schmuck, wisst ihr ja auch. Und dann waren auch noch drei Pakete von diesen dabei. Und die finde ich ja auch gut. Das sind solche Sam hier so eine Filzknöpfe. Und die finde ich total cool, auch für Näharbeiten eventuell oder für Karten. So, dann kommen diese Tüten hier. So, und das sind, ja, die haben auch einen Klebepunkt, aber ich mache da immer extra nochmal Klebepunkt. Ja, also ich weiß gar nicht jetzt genau, was das ist. Also ich denke mir immer so ein Osterei. Und da ist dann so eine ganz tolle Blume drauf. Also ich denke mir mal, dass das eigentlich auch cool ist, jetzt für Ostern zu machen. So, und das kann da auch rein. Dann habe ich euch schon was von gezeigt. Das können wir auch rein. Ich habe keine Tüte, da schmeiße ich dann immer alles rein. Ach so, ich habe die noch zweimal mehr hier. Fünfmal ist das denn immer drin gewesen. Und jetzt kriege ich noch meinen tollen Kaffee. Dankeschön, mein Schatz. So, dann habe ich hier noch, und zwar Aufkleber, Einladung zu meiner Konfirmation. Ich denke mir mal, dass wir da Einladungskarten fertig machen, die wir dann im Shop
packen. Und wir haben da 20 Stück von. Und die werde ich fertig machen und dann kommen die in einen Etsy-Shop rein, falls jemand Einladungskarten fertig braucht. So. Dann war da drinne wieder diese, die sind nämlich auch für Konfirmation richtig gut. Das ist das Steinharz. Diese Bücher. Für Hochzeit, Trauerkarten geht natürlich auch. Und Konfirmation. So. Dann habe ich hier zwei Packung Perlenkappen. Die habe ich jetzt für mich bestellt. Auch für die Engelchen, die ich ja immer mache. Und es war dann noch drinne, und zwar 5 Packungen mit diesen Glitzersteinen. Das sind dann alles die gleichen Glitzersteine. Und ich finde schön, dass sie einzeln sind und auch in 3 verschiedenen Größen. So, das war nämlich die Hobby-Fun-Geschichte. So, ach ne, hier sind noch mehr. Ach, Sticker habe ich auch noch. Uah, ja, ich muss mal kurz einen Kaffee nehmen. So, dann war dabei diese Schablone. Und ich kann die ja immer alle gebrauchen, die Standschablonen. Ich finde das so, so süß. Da habe ich auch dann so eine Tüte mitgenommen mit Standschablonen. Und die sind richtig toll. Da kann man ganz, ganz tolle Blümchen mitmachen. Es war auch eine Wundertüte. Ja, und dieses habe ich noch nicht so ganz verstanden. Da sind so Gesichter drauf. Das muss ich noch mal gucken, wie ich das mache. Aber auf alle Fälle für Ostern natürlich toll. Den fand ich auch richtig süß, diesen Fisch. Und das ist natürlich auch cool für Katzenkarten. Und da kann man zum Beispiel auch mit solchen Schablonen kann man ganz viel ausstanzen. Dann eine Katzenkarte mit Schüttel-Effekt. So, dann von Studio Light. Also Studio Light finde ich ja total klasse. Da kommt auch demnächst richtig viel von mir, wo ich euch zeige, was man alles Tolles mit Studio Light Stanzen machen kann. So, dann diese hier ist auch von Studio Light. Ist natürlich auch wieder so eine Schablone für Steampunk oder auch für so ein bisschen abstrakt, dass man eine abstrakte Karte machen kann. Dieses auch, finde es total interessant. Mal gucken, wie da so eine Karte mit aussieht. Dann, das fand ich total klasse, das ist ein Baum und bei dieser Stanze ist auch, ich mache das mal auf, weil ich packe die ja nachher alle in diese Kästen rein, also das in diese CD-Hüllen. Da habe ich mir jetzt noch mehr Kästen von Kick geholt. Übrigens, sorry, ich hatte im Video gesagt, das habe ich von Teddy, den Kasten. Nein, der war von Kick. So, und da ist nämlich hier Magnet bei gewesen. Und das finde ich total gut. Das schneide ich mir hier, das ist natürlich in Streifen. Und das kommt da rein. So, das kann dann schon zur Seite. Richtig cool fand ich auch das. Und zwar Alphabet-Stanzen. Die gehen mit Sicherheit nicht da rein. Die kommen dann wieder in den Ordner. Und die kann man dann auch alle aufhängen. Ne, das, und die kann man zum Beispiel aufhängen oder untereinander hängen. Also das, und dann sind da auch Blanko. Das fand ich richtig toll. Habe ich mich gefreut zu. Und jetzt kommt's. Und da war ich richtig glücklich. Also das war irgendwie, ich glaube, 35 Euro das Überraschungspaket oder 30 und hatte einen Wert von über 200 Euro oder 200 Euro. Bitte bedenken immer alle Angaben ohne Gewähr. Und jetzt von dieser Firma habe ich ja ganz viel. Diese Firma ist ja auch bei Crafters oft als Gast und da habe ich schon ganz viel gekauft und da habe ich jetzt diese Schablonen bei gehabt. Und die ist natürlich mega schön. Da habe ich mich so richtig gefreut. Das kommt auch, das bleibt ja auch so drinne. Und das packe ich bei meinen Crafters-Sachen zu. Tische zu klein. Und dann diese. Und die hatte Dieter auch in der Aktion drinne.
Und die fand ich richtig mega. Die sieht so unscheinbar aus, aber wenn man sie jetzt umdreht, dann sieht man, dass man hier das Auto ausstanzen kann, dass dann eine Randstanze ist und dass da drinnen noch mal eine andere Farbe. Und das gleiche ist mit diesem Häschen, das kann man dann so aufstellen und da kann man mit Sicherheit auch so Tischkätchen draus machen. Da habe ich mich total gefreut, dass das dabei war. So, ich glaube, das kriege ich nicht alles rauf hier. Dann waren hier noch so Sticker, hatte ich auch noch mit bei gehabt bei Hobbyfun. Das sind solche Sticker. Ich weiß gar nicht genau, wofür die sind jetzt. Und ich weiß auch noch nicht, was ich damit machen will. Da muss ich mal gucken. Aber meistens fällt mir ja noch irgendwas ein. Dann natürlich jetzt passend zu Ostern gab es jetzt diese Holzteile. Mal. Das sind so richtig geleserte, tolle Holzhühnchen. Und die stehen sogar. Ich habe sie jetzt mal hier so hingestellt. Ich glaube, ich mache euch mal ein bisschen höher. So, die mal ein bisschen zur Seite. Die stehen auch. Richtig cool für eine 3D-Karte, für eine Explosionsbox natürlich klasse. So, müssen wir langsam zum Ende kommen hier. Ich muss mich, will nämlich gleich noch unten nach zum Essen fahren. So, und dann waren diese Sticker auch bei. Natürlich jetzt klasse, auch für Hochzeitskarten. Da waren auch 5 Stück bei. Ja, es lichtet sich langsam hier. So, dann, und die sind so süß. Ich hole den raus. Da habe ich auch 5 Pakete von. Das sind solche, die sind so, ja, so ein bisschen wie Gummi, aber erhaben. Und schaut euch mal diese süßen Sticker an. Sind die nicht süß? Da freue ich mich auch total drüber. So, und noch 5-mal diese Sticker. Ich werde mit Sicherheit davon immer mal ein paar irgendwie als Goodie abgeben. Oder ich mache mal so ein kleines Paket. Ja, übrigens, ich bin ja echt geflasht, ne? Ihr habt ja so toll diesen Kanal abonniert. Wahnsinn. Ich habe heute Morgen geguckt, 1610 Abonnenten. Ganz, ganz lieben Dank an euch. Und ihr wisst ja, wenn ich 0 hinten, also das heißt bei 2000, das ja gar nicht mehr so weit weg ist, gibt es ja hier wieder eine Verlosung. Also, immer schön Daumen hoch. Kommentieren tut er total klasse. Ich habe gestern eine Stunde lang eure Kommentare beantwortet. Hat mir so viel Spaß gemacht. Es ist einfach schön, was ihr alles schreibt. Das freut mich. Ihr seid einfach total klasse. Und das will ich natürlich wieder mit einer Verlosung bei 2000 mich dafür bedanken. Und da werde ich bestimmt auch so ein Sticker-Set zusammen packen mit mehreren Stickern, so als Verlosung. Also ihr wisst ja, bei mir gibt es eigentlich auch immer ganz tolle Sachen. So, und dann waren da auch diese Herzen bei. Das sind solche Schaumstoffherzen. Das ist natürlich auch total cool und natürlich auch 5 Tüten. Und dann waren da auch diese bei. Ich hole da mal einen von raus. Und zwar kann man da so eine Schultüte mitmachen. Und das ist sogar richtig, das ist sogar Kunststoff. Das ist natürlich richtig klasse. Da kann man so eine schöne Schultüte mitmachen und die dann bebasteln für die Kleinen, die dann ja auch mitkommen zum Schulanfang. Also das finde ich auch total klasse. Die passen ja jetzt aber nicht mehr rauf. So, jetzt kommt das Letzte. Erstmal einen Schluck Kaffee. Das habe ich einfach in so einen Karton reingeschmissen, weil das ist wieder eine Hobby-Fun-Tüte gewesen mit Metallornamenten. Und da sind, die habe ich ja schon mal mitgenommen, da sind dann alles Mögliche drin. Hier so eine Eule, dann sind hier Engelchen bei, Fische bei, was ist das hier? So eine
so eine Hosen, Knickerbocker oder kurze Shorts. Cool fand ich den hier. Der geht natürlich in Anjes Bastel-Oase. Da wird Jo was draus machen. Dann hier, wie nennt sich noch diese Blume, die es oben in den Bergen gibt? Edelweiß, genau. Dann finde ich auch cool hier so eine Brezel. Da kann man schöne Ohrringe rausmachen mit Chrom. Dann auch hier so eine große Rose. Die fand ich auch total cool. Und da kann ich überall noch Steine reinsetzen. Ne, das ist also auch für die Schmuckgestaltung und für die Kartengestaltung würde ich das benutzen. Der ist auch richtig cool. Guckt euch mal diese tolle Eule an. Und dann werde ich mal aufmachen. Da jetzt noch schöne Steine reinsetzen. So schöne Kristallsteine. Ich glaube, da nehme ich die von Stamping Up. Die sind total schön, die glänzen. Und dann anschließend ein schönes Band dazu. Dann haben wir hier wirklich eine richtig tolle Kette. Also da werde ich auch einige Schmuckstücke machen. Und dann dazu natürlich eine schöne Box. Und das kommt dann auch mit rein bei uns. Ja, ihr Lieben. Ich glaube, alles jetzt hier zu zeigen, würde ich, glaube ich, den Rahmen so ein bisschen sprengen. Aber es sind einfach richtig schöne Teile dabei, wo ich mich total freue. Also hier auch zum Beispiel die Hufeisen. Finde ich auch total schön. War natürlich auch für eine Pferdekarte gut gebrauchen. Ja, ihr Lieben, das war mein Haul. Dieters kleine Schnäppchenwelt. Und wenn mein Paket angenommen wird, weil ich ja unterwegs bin, kriege ich noch mal so ein Paket. Weil ich, das ist noch von vor Weihnachten. Die sind jetzt angekommen und ja, ihr wisst ja, wir lagen krank und das ist immer ganz fatal. Wenn man krank ist, sollte man wirklich sein Tablet und sein Handy ganz, ganz, ganz weit wegpacken, weil ich neige leider immer dazu, einzukaufen, wenn ich krank bin. So, ihr Lieben, denkt dran, Daumen hoch. Bitte, bitte abonniert, wenn euch das gefällt, was ich hier euch zeige, damit wir schnell bei den 2000 sind und ich die Verlosung starten kann. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ganz, ganz liebe Grüße und vielleicht bis nächstes Mal. Ciao.